Hallo, hallo. Neue Folge. Arikaka Nummer 8. Emilia Galotti. Hier geht es um die Macht eines Prinzen, dem keine Einhalt gebieten kann. Weswegen der Vater, der seine Tochter liebt, diese Liebe ersticht, als sie einem undankbaren, habsüchtigen Prinzen sie überlassen. Traurig. Aber war cool geschrieben. Hat mir sehr gefallen. Emilia Galotti, auch von Gotthold Ephraim Lessing geschrieben. Dem Autor von Nathan der Weise. Nathan der Weise hat mir nicht gefallen. Oh nein, hat mir gar nicht gefallen. Aber Emilia Galotti hat mir schon gefallen. Hat mir gefallen. Es war ein gutes Werk. Das ist auch kurz geschrieben. Dieser kleine Freckhaben-Heft hat ausgereicht, um das zu drucken. Wie gesagt, ich habe schon die ganze Handlung kurz angerissen, ganz also zusammengefasst in ein paar Sätzen. Und Emilia ist ein junges Mädchen. Der Prinz hat auch einen Symbolcharakter. In der heutigen Debatte mit Leuten wie Weinstein oder R. Kelly und vielen anderen Prominenten, die sich einfach den erlauben, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten könnte man auch genannt werden. Finde ich das Buch sehr relevant und aktuell. Denn einige Sachen sind nicht zu entschuldigen. Und es ist wirklich eine Tragödie, was passiert und was schon damals passiert ist. Es sind ja keine brandneuen Geschichten oder keine brandneuen Muster.